Update von Jeremy Renner, so verläuft Kampf zurück ins Leben. Der schwer verunglückte Hollywood-Schauspieler Jeremy Renner, 52, kämpft sich weiter zurück ins Leben. Auf seinem Instagram-Account ließ der Marvel-Star jetzt einmal mehr seine Fans an seinen Reha-Maßnahmen teilhaben. In einer seiner Stories zeigte Renner, wie die Muskeln in seinem Bein mit elektrischen Impulsen stimuliert werden. Das kurze Video unterlegte er mit dem Beatles-Hit Lady Madonna. Der 52-Jährige war bei einem Unfall zu Jahresbeginn schwer verletzt worden. Wie der zuständige Sheriff später mitteilte, war Renner am Neujahrstag auf seinem Grundstück am Berghang, ein paar Meilen vom Lake Tahoe entfernt, von seiner eigenen Pistenraupe überfahren worden. Er soll zuvor versucht haben, das Auto eines Familienmitglieds zu befreien, das nach einem heftigen Schneesturm stecken geblieben war. Als er bemerkte, dass das 7 Tonnen schwere Fahrzeug zu rollen begann, nachdem er kurz ausgestiegen war, soll Renner versucht haben, wieder hineinzuspringen. Laut des Sheriffs war das der Moment, in dem der Schauspieler überfahren wurde und dabei ein stumpfes Thoraxtrauma und orthopädische Verletzungen erlitt. Aufgrund des Schneesturms zuvor hatten die Einsatzkräfte Mühe, zum Unfallort zu kommen. Erst rund eine Stunde nach dem Notruf konnte der Star daher mit einem Helikopter ins Krankenhaus geflogen und dort operiert werden. Am 4. Januar postete Renner einen Schnappschuss aus dem Krankenhaus und gab damit offiziell Entwarnung, dass er über dem Berg sei. Später hatte Renner ebenfalls via Instagram mitgeteilt, dass er sich bei dem Unfall mehr als 30 Knochenbrüche zugezogen habe. Doch alles würde wieder zusammenwachsen und stärker als zuvor sein. So, wie sich die Liebe und Verbindung zu meiner Familie und meinen Freunden vertieft. Dazu veröffentlichte er ein Bild, auf dem er in seinem Krankenbett in seinem Anwesen im US-Bundesstaat Nevada liegt und ein Physiotherapeut sich gerade um ihn kümmert. Orice crestine pentru tine, fie egoista, liniștit și eu scriu rime pentru mine. Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu, grafărul din Toto, toți MC-i cu care am crescut. Pe scurt, de la un pui sălbatic ca vestu, am ajuns un animal răbdător, pragmatic, dar vezi tu, trebuie să depășesc plutonul cu fiecare text pe mafia, paraziții, dragonul, maxi, ghespe, chimie, rimarul, spike, puia, si, șoapo, grasul, nimeni altul, del, vede sau carpo. Trebuie să vă mănânc vers cu vers, card intens, trebuie să cresc. Crezi ce vrei să crezi, eu vă respect pe toți, dar focusez pe nivelul următor de zici că mă bat cu bossul. La cât de urât sunt, cum să vă iau cu frumosul? Metafore, hiperbole, le obțin prin alchimie când adun...